Concordia gegenüber eben der Regierung. Da habe ich eine Welle ausgelöst, eine Welle von Unterstützerinnen und Unterstützern. Und diese Welle hat mich bis heute her begleitet. Hier sind eben auch die Kandidaten, die mich unterstützen, unterstützt haben und mich weiter unterstützen möchten. Wir möchten mit dieser neuen Welle neue Ideen einbringen für die Stadt. Wir sind neue Gesichter. Außer mir haben die Kandidaten keine politische Erfahrung. Deshalb können sie auch neue Kompetenzen in mich einbringen. Ich möchte auch noch ganz was Wichtiges noch sagen. Ich wurde sehr viel kritisiert in den letzten Jahren. Beispiel auch eben gegenüber in Bezug eben auf das Referendum, also auf das Projekt, für das es dann das Referendum gegeben hat. Ich möchte sagen, dass ich mich immer für die Stadt Bozen eingesetzt habe, trotz aller Kritik, kohärent immer gearbeitet habe und diese Kohärenz wurde eigentlich von sehr vielen Menschen anerkannt, die mich unterstützen. Wir sind eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die eigene Kompetenz in den Dienst der Stadt stellen. Jeder von uns hat eine eigene Arbeit. Wir vertreten alle Sprachgruppen, die deutsche und italienische Sprachgruppe. Rappresentiamo entrambi i gruppi linguistici. Infatti la maggior parte di voi proviene da una famiglia cosiddetta mista, come io stessa, mio padre calabrese, mia mamma di Vipiteno, che anche questo è qua oggi alla conferenza stampa. E noi vogliamo rappresentare questa identità particolare di Bolzano. Infatti noi rappresentiamo tutti i bolzanini e le bolzanine. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit der Problematik in der Stadt Bozen beschäftigt. Abbiamo elaborato un programma molto per la città di Bolzano, perché riteniamo che ci sono diverse problematiche da affrontare. Prima di tutto la sicurezza. Pensiamo che la sicurezza non è solo percepita, ma esiste anche un problema di sicurezza. Was wir glauben, ist, dass die Gemeinde selber nicht die Kompetenz hat und die Möglichkeit hat, dieses Problem effektiv anzugehen. Das heißt, wir glauben, dass es notwendig ist, dass die Gemeinde zusammen eben mit dem Regierungskommissariat und mit den Ordnungskräften einen strategischen Plan für die Sicherheit ausarbeiten muss. Im Konkreten haben wir auch eigene Vorschläge, die wir eben heute eben präsentieren möchten, unter anderem auch glauben wir, dass wir zum Beispiel, wie es in anderen Städten passiert oder wie es in anderen Städten angewendet wird, zum Beispiel in Mainz und Verona, dass wir eben in der Stadt spazieren, erstens einmal sicherlich den Einsatz der Sicherheitskräfte verstärken müssen. Aber nicht nur das. Was kann eigentlich der Bürger selber tun? Cosa possiamo fare noi cittadini stessi con, diciamo, per la nostra sicurezza? Per esempio montare nei diversi quartieri queste colonne SOS che possono essere attivate da parte dei cittadini che sono direttamente collegate con le forze di polizia. Pensiamo che sarebbe anche sensato sviluppare un'app che è scaricabile da parte di tutti i cittadini sul proprio cellulare che è direttamente collegata con le forze di polizia. Sappiamo che ci sono stati diversi furti in diverse case, anch'io ho subito un furto, però ovviamente non ognuno si può permettere l'acquisto di un sistema di allarme. Unser Vorschlag ist diesbezüglich zum Beispiel eben, dass die Gemeinde mit den Unternehmen günstige Bedingungen verhandeln kann, damit Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht leisten können, zumindest zu günstigen Preisen diese sensoriellen Geräte, Sicherheitsalarme einkaufen können. Auch glauben wir, dass ein Register erstellt werden kann von Bürgerinnen und Bürgern, die aber entsprechend ausgebildet sind, die dann eingetragen werden in diesem Register und die als sogenannte Beobachter dienen. Aber Beobachter heißt nicht, dass eben diese Personen, sobald es eben zu zwielichtigen Situationen kommt, dass die selber eingreifen, das natürlich nicht. Also es muss immer im gesetzlichen Rahmen bleiben, aber dass diese dann direkt die Polizeikräfte kontaktieren und bestimmte eben Situationen dann direkt dann melden können. Wir haben natürlich verschiedene andere Themen. Ich möchte Danilo Zambit-Stecher vorstellen. Danilo Zambit-Stecher, er ist unser Listenführer. Ich habe mit ihm schon seit Anfang an, haben wir zusammen sehr gut zusammen ausgearbeitet. Er ist eine Person, die sehr viele Ideen und innovative Vorschläge eingebracht hat in unserem Programm. Und ich schätze ihn sehr als Person und auch für seine Kompetenzen, vor allem im sozialen Bereich und eben in der Jugendkultur. Thank you.
Buongiorno a tutti, sono Danilo Zombit, ho 29 anni e prima di tutto volevo ringraziare pubblicamente Anna per la fiducia accordatami scegliendomi come suo capolista. Conosco Anna da circa un anno e sin da subito l'ho apprezzata molto per la sua coerenza e per la sua onestà che durante il Nine a Spagnoli sono diventati, credo, un simbolo per tutta quanta la città. Simbolo però non considerato tale per tutti, visto la sua successiva punizione ed espulsione da parte dell'ex Faustè. Sono anche convinto che se Anna non fosse stata una donna e fosse stato un uomo, non si sarebbero assolutamente sprecati i complimenti per aver portato fino in fondo quelli che sono i suoi valori e i suoi principi. Ritornando a me, io appunto ho 29 anni, lavoro da circa 10 anni nel mondo del sociale come lavoro e come volontario. Attualmente da 4 anni circa lavoro per l'associazione La Strada del Beg, che si occupa di prevenzione e cura di casi di violenza e abuso sui minori, casi di prevenzione e cura della tossicodipendenza e quant'altro. Adesso inizierò con elencare alcuni punti del nostro programma, centri civici. Cioè, pensavamo di creare all'interno dei vari centri civici spazi di aggregazione per giovani ed anziani, dove iniziare dei progetti culturali e ricreativi per riavvicinare tutta quanta la cittadinanza alla realtà del proprio quartiere. Spazi musicali, dedicare degli spazi musicali per i giovani dove possano esercitarsi ed esibirsi. Centri giovani, rendere i centri giovani fulcro di stimoli artistici e culturali dove i giovani possano crescere come cittadini attivi, responsabili e consapevoli per la città del futuro. Musei. Prevedere in accordo con la provincia degli ingressi gratuiti per tutti gli studenti residenti a Bolzano, appunto in tutti i musei della provincia, magari utilizzando la tecnologia già esistente dell'Abo Plus per permettere l'ingresso e poter registrare effettivamente i flussi per fare poi una statistica annuale degli ingressi. Associazioni, favorire il lavoro di rete delle associazioni in modo da ottimizzare risorse e contributi e soprattutto togliere qualunque tipo di contributo pubblico alle associazioni a cui negli organi dirigenti ci siano persone indagate o condannate per i reati più gravi quale truffa, furto, peculato, appropriazione indebita, evasione fiscale, usura e quant'altro. Biblioteche, rilanciare tutte quante le biblioteche di quartiere e soprattutto quelle tematiche e quindi riavvicinare in questa maniera i giovani alla lettura. Asili nido, potenziare sin da subito gli asili nido per consentire l'accesso al servizio a quelle famiglie che ancora non possono per via dei numeri limitati. E prevedendo il recupero di quegli spazi di proprietà comunale che però sono in disuso e che con una minima spesa potrebbero ritornare operativi sin da subito con una minima spesa. Vi ringrazio e ora passo la parola a Michi. Ich bin 32 Jahre alt, kurz und geboren, aufgewachsen und wohne nicht im Stadtzentrum, das heißt, ich wohne im italienischen Viertel. Wieso kandidieren für eine Bürgerliste? Ich bin der Meinung, dass eine Bürgerliste die Meinung der Bürger vertreten muss. Sie hat wirklich die Meinung, dass alle Bürger von der Stadt haben. Das hat sich auch, wie Anna schon gesagt hat, in der Meinung gezeigt. Wir möchten auch diese Meinung nach oben bringen. Ah, lauter, Entschuldigung.
damit auch diese Entscheidungen endlich von der Stadtverwaltung getragen werden. Wieso Zusammenarbeit mit Anna? Ich arbeite schon in einem Verein mit ihr zusammen, schon seit über einem Jahr. Wir haben uns kennengelernt. Ich bin der Meinung, dass sie ein kohärenter Mensch ist und sie hat es auch mit den Daten letztes Jahr gezeigt, wie eben schon Danilo gesagt hat. Adorante italiano, buongiorno a tutti, caro Michel, impiegato di banca e la sera organizzo vari eventi per la città di Bolzano per i giovani e do una mano ad Anna. Quindi io sono l'idea che la città viva, soprattutto nei quartieri esterni. La città di Bolzano non è fatta solo dal centro, è fatta anche dai quartieri che pian piano stanno morendo, stanno diventando meno vivi e danno la possibilità appunto a microcriminalità e anche cose un pochino più gravi di succedere. Se torniamo ad avere una città viva, queste cose si possono contrastare. Come si fa una città viva? Una città viva si fa rendendo vivi i quartieri, dando una mano agli imprenditori, ai commercianti, non dando sempre il solito muro che c'è tra il privato e la pubblica amministrazione, bisogna abbattere queste barriere. Sono delle idee anche che ad esempio i pubblici esercizi devono essere facilitati a organizzare degli eventi serali, così la città la sera resta viva. Anche perché Bolzano è la città capoluogo della provincia, ma è anche quella con la maggior parte di disoccupazione. Quindi creare eventi, creare vita nei quartieri porta direttamente posti di lavoro. Posti di lavoro che a noi servono sempre di più. Vi ricordo che Bolzano, oltre ad essere capoluogo di provincia, che viene usufruita da tante persone che vengono da fuori, Bolzano è anche una città di cultura, è una città universitaria, e quindi come questa va appoggiata. Anche perché appunto, come ho detto prima, lavorando nel settore, io mi occupo anche molto di economia, ho spesso a che fare con gli imprenditori, ci sono delle situazioni che forse andrebbero migliorate e cambiate nel rapporto con la pubblica amministrazione. Io sono dell'idea che nei prossimi anni Bolzano vivrà un'onda di cambiamento e la vivrà comunque. Noi siamo qui perché non vogliamo che quest'onda si fermi e che la liquidità che adesso il Comune andrà ad avere nei prossimi anni venga investita veramente per l'interesse dei cittadini e non per gli interessi delle solite persone. Come detto, siamo tutte persone che non hanno esperienza politica, siamo cittadini normali e ci mettiamo in gioco solo per i cittadini. Ricordo che la lista civica non ha finanziamenti pubblici, quindi la nostra azione è autofinanziata. Lo facciamo come liberi cittadini che sono stufi del blocco che c'è stato nella nostra città ormai negli ultimi 10 anni e cercano di fare con il proprio impegno gratuito, perché come dire non percepiamo nulla, qualcosa per la nostra città, per la nostra collettività e anche magari per le nostre vicine di casa che forse ha dei problemi che non riesce ad esporre pubblicamente. Vi ringrazio ancora e passo la parola a Thomas che vi parlerà della situazione giovanile. Hello, my name is Weiss Thomas, ich bin 52 Jahre alt, habe einen Sohn mit 25 Jahren, meine Gattin ist auch da, und wir haben jetzt inzwischen 30 Jahre verheiratet. Ich arbeite in einem Rechenzentrum Raiffeisen. Schon als Kind praktisch hat sich herausgestellt, wo meine Begabungen sind, das sind in der Mathematik und im Sport. Deshalb Rechenzentrum und Sport. Ich bin seit 40 Jahren in einem Sportverein und ungefähr seit 25 Jahren Sportfunktionär. Und als Sportfunktionär habe ich viel mit der Gemeinde zu tun gehabt und da fangen dort die Probleme an. Die Gemeinde, ich bin vor 25 Jahren fast täglich in der Gemeinde gewesen, im Amt für Sport, mich dafür einzusetzen, dass die Strukturen genutzt werden können von den Sportvereinen. Bei meinem Verein oder bei unserem Verein zum Beispiel sind 400 Kinder. Das Leben heute ist nicht mehr vergleichbar mit dem Leben, wenn ich jung war. Ich habe in dieser Zone hier gewohnt oder wohne immer noch in dieser Zone. Wir haben einen Hof gehabt, dort hat es Länderspiele Italien, Deutschland und alles Mögliche gegeben. Da ist geraucht worden mit den anderen Kindern auf den Promenaden, das war so ein normaler Zustand. Mutter oder die war zu Hause und hat eventuell Ansprechpartner, wenn irgendwelche Probleme waren untertags. Heute sind die Kinder alle zu Hause, spielen Playstation oder schauen Fernsehen, teilweise die Eltern, aber müssen beide arbeiten und infolgedessen
der Wert der Sportvereine, der Musikvereine wird immer größer, weil die Kinder das die ganze Woche ein Programm haben müssen, das sie sonst nicht wissen, wie sie aufprobieren, wie man sie unterhalten soll. Vor 25 Jahren bin ich tagtäglich bei der Gemeinde gewesen, nach 10 Jahren ungefähr hat meine Kraft ein bisschen nachgegeben, weil die Energie einfach nicht mehr da ist, dann immer wieder auf die gleichen Sachen zurückzukommen und immer wieder gegen diese anzukämpfen. Ich muss allerdings sagen, dass die Gemeinde 15 Jahre lang die Programme gehabt hat, die Ideen gehabt hat, aber die letzten 10 Jahre sind sie dann stillgestanden. Ich bin überzeugt, dass es etliche Verbesserungsvorschläge gibt, dass die Sportvereine einfach besser leben können und würde oder setze mich für diese ein. Zu der Frage, warum neue Welle Bozen mit Anna. Also bei mir ist auch der Grund, dass ein Ja Ja bleiben muss. Bei der anderen war es ein Nein, aber im Prinzip denke ich positiv, deswegen sollte Ja Ja bleiben. Ich möchte nicht von anderen beeinflusst werden oder von oben oder von unten oder irgendwelche Einflüsse haben, dass ich dann nicht das vertreten kann, was dann meine Meinung ist. Und was mich jetzt so begeistert, und deswegen bin ich ja vielleicht eingestiegen, mich würde interessieren, wie lange ein ehrlicher und demütiger Mensch in dem Haifischbecken der Politik überleben kann. Dankeschön. Ich möchte dann noch die anderen anwesenden Kandidaten vorstellen. Wir fangen da mit Vito De Filippi. Vito De Filippi, momentan in Pension, ex-Handelsagent, era agente di commercio, Giacomo Della Dio, molto conosciuto, musicista, credo che sia un nome per tanti, non solo musicisti, ma ovviamente anche per tanti fan di musica. Poi abbiamo Stefano Pina, odontotecnico di una propria azienda, no? Ok. Poi abbiamo Albert Perini, lui è conosciuto anche come Albert Jackson, diciamo nella vita quotidiana lavora alla Luc come tecnico audio-video e nel suo tempo libro anche, quando fate tempo libro, anche un musicista molto conosciuto. Poi abbiamo Andrea Fidei è commerciante nella zona Grias, attaccata alla zona Europa, noi pensiamo infatti che tutti i quartieri devono essere valorizzati. Luca Benedetti è un imprenditore nel settore informatico e Gabriel Mosca, che anche lui musicista, in parte anche, non solo, e lavora proprio come rappresentante. Ich möchte noch abschließen mit zwei Themen, die uns am Herzen liegen. Das ist erstens einmal die Mobilität. Da muss auch ein strategisches Projekt ausgearbeitet werden. Wir setzen auf die grüne Mobilität. Noi siamo per la mobilità verde, cioè la mobilità alternativa, potenziamento del servizio pubblico. Però cosa significa? Non solo mobilità, noi siamo per un ambiente ecosostenibile, wir sind für eine nachhaltige Umwelt. Was heißt das? Schutz vom Grün, infatti sind wir heute hier auf der Talfa. Die Talfa muss unbedingt geschützt werden, die Talfa wissen wir auch, dass zusätzlich weiteres Grün hinzukommen soll. Wie könnt ihr aber auch anderweitig uns einsetzen? Auch in den Schulen glauben wir, dass Projekte ausgearbeitet werden müssen für eine umweltfreundliche Ernährung. Zum Beispiel, das finden wir auch sehr wichtig. Was uns aber auch sehr am Herzen liegt, und wir haben auch diesen Punkt ausgesucht, der uns so ein Areal für Hunde, und die liegen uns wirklich sehr am Herzen. Wir glauben, dass es zu wenige Areale gibt. Wir sehen, che esistono troppo poche aree cani, soprattutto in inverno non sono molto illuminate, potrebbero essere per esempio illuminate con dei pannelli solari. Noi vogliamo introdurre nella città di Bolzano una giornata per gli animali. Esistono già le giornate delle biciclette, dove ci sono delle officine che riparano diverse biciclette. Noi vogliamo introdurre una giornata diciamo, per gli animali, soprattutto anche per i cani, dove viene messo a disposizione da parte del comune un veterinario che a costo zero mette a disposizione il proprio lavoro per coloro che hanno un cane, però sono in situazioni diciamo non troppo rose. Noi pensiamo per esempio agli anziani che hanno un animale domestico come animale di compagnia, però spesso non si possono magari permettere le visite veterinarie.
Noi vogliamo anche che venga realizzato sul virgolo un rifugio per animali. Also wir möchten, dass auf dem Viering eine Tierauffangstätte eben gegründet wird und aufgebaut wird, wo eben Tiere, die halt in Verwahrlos sind, dort eine Unterkunft bekommen. Vogliamo che gli animali abbandonati trovino un posto dove poter vivere e nel frattempo anche contemporaneamente far sì che questo rifugio animale sia aperto alle famiglie, soprattutto ai bambini, dove i bambini nel tempo libero, giovani nel tempo libero, hanno la possibilità di curarsi degli animali, perché pensiamo che sia importante il rispetto verso gli animali. Ringrazio per questa conferenza stampa e per la vostra presenza. Grazie tante. Brava! Grazie a voi. Vito!